Ja, das sieht auch gar nicht so schlecht aus hier mit dem Wobbler. Alter, und da ist er. Fisch Nummer 100. Wer hätte das gedacht? Fisch Nummer 100 ist der Wobbler geworden. Abgefahren, hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, aber so ist es nun mal. Wobbler mit 524 Gramm und ich wollte gerade noch sagen, Alden, der Mattis Berlin, ey, der hat mir hier so einen Spot empfohlen und es lübt tatsächlich. Es ist aber auch wild. Es ist aber auch wild, denn es geht auch einiges rein. Ich war gerade noch an der Yama und gerade eben noch mit Mattis gequatscht und an meiner Alden, probier doch mal hier Wobbler, da gab es einen Spot im VK und er hat ihn getestet und es ist so lala und ja, erster Fisch Silberkarpfen, nächster Fisch hier dann auch direkt ein Marmorkarpfen dabei und ich bin hier einfach nur mit ganz, ganz, ganz simplen Setup unterwegs, super fein, super simpel, super basic und ich muss sagen, das hier ist auch tatsächlich gerade das ergiebigste Setup. Ich sehe gerade, da ist ja noch der olle Chat. Da ist ja noch der gesamte Chat aus dem Livestream. Hallo Chat. So. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen mehr Blick. Ja, nice. Schönes Ding. Also, Wobbler abgehakt hier auf super simplen Setup. Wir gucken uns das Ganze an. Wir gucken uns den ganzen Spot an und wie und was hier passiert ist. Und ja, vielleicht geht ja noch ein bisschen mehr rein. Andererseits muss ich jetzt natürlich sagen, Trophy 100 im Sack. Jetzt hole ich mir was anderes, ne? Es geht auf die 110. Nächstes Jahr mindestens mal 110, oder? Man muss doch neue Ziele haben. Also, da geht auch bestimmt noch einiges. Als erstes gucken wir mal eben rein. Das hier war jetzt gerade die Route, auf der es funktioniert hat. Und kannst du dir vorstellen, das ist so ungefähr das Billigste, was man sich kaufen kann, wenn man mit Bolognese-Route unterwegs sein will. Super billig. Laufposenmontage hier gewählt. 3,7er Vorfach bzw. Schnur, Komplettschnur. Das ist die Mono Invisible. Mit 3,7, halt perfekt passend zu dieser billigen Route. Einfach nur Express Fishing Spark. Basic as fuck, aber es funktioniert. Und auf dem 16er Haken mit Eintagsfliegenlarve und mit Eintagsflieger. Naja, perfekt, abgehakt. Andere Routen waren beide mit 12er Haken. Und ich habe gerade noch gedacht, na komm, so während der Aufnahme ändert dann gleich nochmal um. Brauche ich ja jetzt nicht mehr zu machen. 12er Haken hat auch funktioniert, aber es waren tatsächlich tendenziell dann eher die größeren Brocken dran, beziehungsweise dann eben auch hier mal der Marmorkarpfen mit drauf. Und das will man dann ja nicht. Also reicht tatsächlich hier der 16er Haken. Von der Entfernung, ich habe hier keinen Clip drin, ich habe keine Futtermische drin, das ist komplett basic, also ohne irgendetwas zu verändern. Es ist der Spot so, wie er jetzt gerade ist. Temperaturmäßig, wir haben ja jetzt gerade um die 26 Grad, 32 als Tagesdurchschnittstemperatur. Normale Temperatur würde ich sagen, nicht besonders hoch. Das hier wird tatsächlich eher gering, also das ist eher ein bisschen kühl für die 8 Huber, so um die 30, 32 ist, glaube ich, eher Normaltemperatur. Von daher sollte das eben bei Normalwetter oder bei häufig vorhandenem Wetter ganz gut funktionieren. Ködertiefe gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Ich nehme nochmal eben kurz diese Route hier raus, wo die Trophy drauf war. So, Ködertiefe auf 85 cm. Ich hatte drei verschiedene Tiefen ausgewählt und zwar 90 cm, 85 cm und 80 cm. 1, 2, 3. Alle drei so ein bisschen unterschiedlich, weil sich das ja auch immer mit den Temperaturen immer mal wieder so ein bisschen verändern kann, wo denn die Fische gerade Bock drauf haben, auf welcher Höhe sie vielleicht gerade stehen. Und von daher ändere ich das natürlich gerne auch ein bisschen. Ja, aber das, ja, das war's. Fisch erledigt, abgehakt, eine Sorge weniger. Spot natürlich noch, gucken wir mal eben rein. Wir sind hier ganz simpel an der 8 Huber, an dieser Stelle hier. Das ist ja eine Stelle, die eigentlich klassisch und bekannt ist.
hier immer gegenüber von dem Baumstamm. Und jetzt einfach hier zack in der Ecke an diesem Winkel an der Stelle kurz rausgeworfen. Wie gesagt, 80 bis 90 Zentimeter. Ich habe das halt in drei verschiedenen Stufen und locker aus dem Handgelenk raus. Ich glaube, man sieht es ungefähr von der Entfernung, wie weit das jetzt ungefähr ist. Das ist nicht wirklich weit ausgeworfen, kurz halt hier vor das Schilf. Wenn man zu nah am Schilf dran ist, passt das nicht mehr mit den 90 cm, dann hat man Grundberührung. Also so ein bisschen weiter zurück und das ist, jawohl, der nächste Brocken. Das Zuppeln erkennt man auch ganz gut. Nee, ne? Ta-ta-ta-da-da! Okay, next! Lübt der Spot. Nicht so schlecht. Kann man mal machen. Alter, Falter. Ja, und so weiter und so weiter kann das gerne gehen. Gerne mehr davon. Wobei ich muss sagen, ja, wie gesagt, mir reicht's. Spot ist erledigt. Koordinaten, ich glaube, wir haben alles gesehen. Da ist die Stelle. Was sind das? Ungefähr 6, 7 Meter rausgeworfen. Ich habe es, wie gesagt, nicht geklippt. Einfach zack, raus damit. Keine Köder oder keine Futtermische, nichts Besonderes dran. Und dann einfach rausziehen. In den Abendstunden ist er ja jetzt gerade reingegangen, von der Uhrzeit her. Und ich wollte eigentlich schön jetzt die ganze Zeit testen, wie es so läuft. Es hieß, neben dem Wobbler sind eben auch noch einige andere Kandidaten als Beifang dabei, eben auch Rotauge. Also von daher gibt es da bestimmt noch ein bisschen was anderes, was reingeht. Aber ich muss sagen, im Moment bin ich super zufrieden. Guter Spot, wildes Dingen, schnell abgehakt, schnell erledigt. Und jetzt mache ich mich an die nächsten Trophies. So viel dazu. Sollen wir noch mal eben kurz reingucken, wie viel der bringt? Ich würde sagen, wir gucken gleich noch mal eben rein, wie viel Silber denn so ein Wobbler bringt. Denn auch das war eigentlich gar nicht so schlecht. Und wenn man dann hier steht und kann wenigstens noch ein bisschen Silber machen, auch wenn nicht direkt die Trophy reingeht, dann wäre das doch immerhin ein schönes Ding, dass man hier immerhin noch ein bisschen Silber abkassieren kann. Also jetzt hier gerade in den 14 Minuten. Frequenz ist so durchwachsen. Ich weiß, bin auch nicht so ganz sicher, ob der jetzt gleich in der Nacht nochmal richtig abgeht oder nicht. Oder ob da noch ein bisschen was geht. Ich ziehe jetzt nochmal eben die Routen raus und dann gucken wir gerade eben nochmal ins Café bzw. in den Shop, was das so an Silber bringt. Und dann haben wir doch alle wichtigen Infos zusammen. So, dann schauen wir doch mal eben schnell, was da geht. Kurzer Blick ins Café. Wobbler ist tatsächlich drin, zweimal mit 300 Gramm für 55. Ja, die habe ich leider nicht, aber zweimal 200 Gramm. Und ich glaube, es gab auch noch andere Kaffeeaufträge. Und das sind jetzt hier die 15 Minuten ungefähr, die ich jetzt da war. Ja, gerade noch ein paar In-Game-Chat-Nachrichten beantwortet. Und ja, so sieht es aus. Also gar nicht schlecht, 8 bis 10 Silber für die normal großen oder schon etwas größeren Wobbler. Also gar nicht so schlecht, kann man tatsächlich gut durchziehen und damit ein bisschen Kohle machen. Und das eben auf ganz entspannten, feinem, kleinen Setup. So, so viel dazu. Kratsching, verkauft das Teil, endlich erledigt. Und jetzt Petri Lümmels, jetzt bist du dran, zieh raus den Wobbler. Toi, 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 wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir, mega sogar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags, immer gleichzeitig auf Twitch und auf YouTube ab 19 Uhr. Bis dahin, Petri.